Hi, ich bin der David von der Stadtgärtnerei Heilbronn und ich werde dir heute eine Handvoll Tipps geben, wie du deinen Balkonkasten oder deine Topfpflanze pflegen kannst. So, bei der Düngung müssen wir beachten von Balkonkästen, dass wir darauf achten, welche Pflanzen wir in unserem Balkonkasten haben. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Petunien, Tagetes, Begonien oder die Impomea. Und die Petunien zum Beispiel sind Starkzehrer, das heißt, sie brauchen viel mehr Nährstoffe als eine Begonie zum Beispiel. Und dann ist es gut, wenn man einen Langzeitdünger beim Bepflanzen von dem Balkonkübel dazu tut. Und außerdem ist es wichtig, dann alle 2 Wochen am besten flüssig immer nachzudüngen den Balkonkasten, dass auch die Blüten schön den Sommer über lang blühen und die Pflanze kräftig weiter wächst. Bei der Wasserversorgung musst du darauf achten, dass du keine Staunässe bildest. Das ist wirklich wichtig, weil wenn du Staunässe hast, dann verfaulen deine Wurzeln und Pilze kommen. Das heißt, baue am besten eine Drainage ein, wie zum Beispiel Blähton. Oder achte, wenn du Topfpflanzen hast mit Übertöpfen, dass du wirklich darauf achtest, wie du gießt und nicht übertreibst. So, hier haben wir eine Grünlilie. Und wenn ich hier den Topf unten entferne, sehe ich schon die Wurzelbildung von der. Die will unbedingt in einen größeren Topf. Jetzt habe ich hier 2 Stück und ich muss darauf achten, welchen ich nehme, welcher für mich passt und mich nicht verschätzen, weil hier ist das Wasser geben ja ganz anders wie in diesem Topf zum Beispiel. Das heißt, ich muss darauf achten und dann genau beobachten und nicht zu viel gießen. So wie wir hier sehen, haben wir eine Grünlilie, ja, und die hat hier braune Spitzen. Die könnte ich abschneiden. Die braunen Spitzen werden zwar wiederkommen, aber ich kann das abschneiden oder indem ich halt Blüten entferne, die schon vertrocknet sind, damit die Pflanze neue Blüten entwickelt und nicht so viel Kraft an die alten kaputten Blüten abgibt. So, das war's von mir und von der Stadtgärtnerei Heilbronn. Ich hoffe, die Tipps haben euch geholfen und viel Spaß beim Gärtnern.